Weil wir jetzt wissen, wie gut künstliche Intelligenz abmischen kann, machen wir es jetzt dann doch mal wieder selber. Diese Gitarre brummt ganz schön und stört im Mix, aber das können wir mit ganz einfachen Mitteln fixen. Ohne Machine Learning, ohne Herausrechnen mit teuren Tools, nur mit den Cakewalk eigenen Plugins, das wesentlich mehr kann, als sich nur wegzuducken. Jahudi, hallo, der Andi von Töricht hier. Jeder hat so ein Instrument, bei dem es mal rauscht oder schäbert oder Audiosignale ein stetiges Rauschen drin haben. Grundsätzlich rate ich euch, sowas nicht zu reparieren, sondern ohne Störsignal nochmal neu aufzunehmen. Don't fix it in the mix. Aber oft haben wir nicht die Möglichkeit dazu. Und da lasse ich jetzt zum Beispiel auch mal Aussagen wie das kriege ich nie wieder so hin, lasse ich jetzt auch mal gelten. Nehmen wir diese Gitarre mit einem unangenehmen Rauschen. Braucht niemand und könnte ich alles manuell wegschneiden. Ich kann es aber auch komplett automatisieren. Dazu nutze ich ein Cakewalk-eigenes Plugin namens Gate und das hat eine ganz einfache, aber unglaublich effektive Funktion. Schauen wir uns mal diesen Audioclip an. Hier ist das Gitarrengedudel, das wollen wir hören. Und da ist das Rauschen, das ist Bäh und das wollen wir nicht mehr haben. Gott sei Dank ist das Rauschen auch um ein vieles leiser als unser Nutzsignal und dafür ist unser Gate perfekt. Im Endeffekt sagen wir dem Plugin, es soll nur Audiosignale durchlassen, die lauter sind als dieses Störsignal. Alles andere wird leiser gemacht oder sogar stumm geschalten. Und dazu reichen in der Regel zwei Regler im Plugin. Mit Threshold geben wir an, bei welchem Lautstärkepegel das Plugin reagieren soll. Umso weiter wir den Regler runterziehen, umso leiser muss das Signal sein, damit es geblockt wird. Der Regler Def gibt an, um wie viel dB das Signal verringert wird. Ganz unten bei minus INF wird es komplett stumm. Regelt euch das Gate zu schnell, könnt ihr es mit einer höheren Attack-Träger machen. Aber gerade schnelle Transienten wie Drums zum Beispiel brauchen eine schnelle Attack. Diese kann aber schnell zu hörbaren Klicken führen oder anderen Störgeräuschen. Anstatt die Attack zu erhöhen, erhöht besser die Look-Ahead-Zeit. Die regelt nämlich, wie weit das Gate vorausschauen soll. Apropos Drums, hier versteckt sich eine Punch-Funktion, sowas wie ein Transient-Shaper, der eure Attack des Audiosignals noch zusätzlich ändern kann. Mit Hold bestimme ich, wie lange das Gate noch offen gelassen wird, nachdem wir den Threshold-Wert wieder unterschritten haben. Mit Release gebt ihr an, wie lange das Plugin nach Hold brauchen soll, um wieder inaktiv zu werden. Aber wieder zurück zu unserer Gitarre. Allen schlauen Bärlis da draußen ist bestimmt aufgefallen, das Rauschen ist ja noch da, wenn die Gitarre spielt. Was bringt mir das also? Grundsätzlich natürlich weniger, als wenn ich es ohne Rauschen nochmal sauber einspiele, aber hier kickt oft der Maskierungseffekt. Kurz gesagt, da das Nutzsignal lauter ist als das Störsignal, fällt es nicht störend auf. Außerdem schalten wir das Gate ja vor den Amp-Plugin. Beim Clean-Signal ist das Störsignal nämlich so gut wie nicht hörbar und ist mit einem Gate vor dem Amp viel leichter in den Griff zu kriegen, als wenn wir das Plugin nach den Amp schalten. Ich kann mir mit so einem Gate aber auch sehr viel Automationsarbeit sparen. Ich habe hier so eine typische Radiosituation und immer wenn jemand labert, soll die Musik leiser werden. Herzlich willkommen zur Vectux-Sendung. Ich muss keine Automationsbahn zeichnen. Das Plugin regelt immer dann die Musik nach oben, wenn ich aufhöre zu labern. Das machen wir mit ein paar einfachen Schritten. Ich füge das Gate-Plugin in meine Musikspur ein, also die, die sich wegducken soll. Und im Plugin stellen wir hier um auf Duck. Mit Depth regeln wir, um wie viel dB die Hintergrundmusik leiser gemacht werden soll. Und damit das Plugin auch mit der Stimme gesteuert wird, schicken wir von der Stimmspur einen Send direkt in das Gate-Plugin. Rechtsklick, Send einfügen und dann hier Sonitis auswählen. Herzlich willkommen zur Vectux-Sendung.
Jetzt regeln wir mit diesen Reglern und machen so ein bisschen Feintuning, bis wir mit dem Endergebnis zufrieden sind. Immer dann die Musik nach oben, wenn ich aufhöre zu labern. Und was meint ihr? Macht man es so oder macht man es doch wieder mit künstlicher Intelligenz? Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus.